Servus Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zurück in Inside Out Part Nummer 11. Und wir sind genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und ich falle jetzt einfach erstmal runter, weil es ja Spaß macht. Das nimmt einfach kein Ende, was? Okay, nochmal wollte ich nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich die Ballons kaputt machen. So, habe ich jetzt auch getan. So, jetzt die Ballons. Genau. So. Da komme ich nicht drüber, okay. Oh, wie traurig. An dieser kleinen Arbeitsstation steht gar kein Arbeiter. Da braucht man mal Hilfe. So, die Ballons haben uns auch geholt, obwohl ich sagen muss, ja, wir haben letztes Mal 23 Ballons vergessen, obwohl ich wirklich drauf geachtet habe. Und ich denke mir so, oder ich dachte mir so, okay, 23 Ballons, das ist schon nicht lustig. Da unten ist der Arbeiter. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn dorthin? Ist jetzt die Frage. Da ist auch schon die Gedankenbirne. Also, ich kann dich schon befreien, aber versuch das nicht nochmal, okay? Ugh. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Dafür nehme ich jetzt aber Kummer. Jetzt hat die das Mannequin vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich hier wollte. So, gehen wir auch mal direkt zur anderen Seite. Hätte ich jetzt wieder voll verpasst? Na gut. Gedankenbirne. Jawohl, jetzt darf ich wirklich nicht kaputt gehen, weil sonst, ja, ärgere ich mich wieder, so wie letzte Folge. Letzte Folge war auch echt unglücklich, ne? So, vielen Dank fürs Hochfahren. Sehr, sehr nett von dir. So, und bitteschön, gib Gas. Oh mein Gott. Gewitterwolken. Wo kommen die denn auf einmal her? Oh, ich habe einen Ballon vergessen. Ich habe nur eine Special-Attacke gehabt, das war jetzt gerade mein Glück gewesen. Oh nein, wo kam das denn her? Hallo. Puh. Oh. Woo. So ein bisschen Energie. Erwischt. Oh nein, wo kam das denn her? Da ist die Gedankenbirne futsch.
Weil ich unbedingt diesen Zettel wollte. Hoffentlich ist es in Ordnung, wenn ich ein bisschen weine. Wow. Also ich glaube ja nicht dran, dass ich noch alle bekomme. Ich glaube, dafür habe ich schon zu viele Luftballons übersehen einfach. Oh, wie traurig. An dieser kleinen Arbeitsstation steht gar kein Arbeiter. Da braucht man mal Hilfe. Ich kann dir dabei helfen. Nein, ah, Mist, jetzt muss ich da wieder runter. Müssen wir das nochmal machen? Ja. Gut, jetzt ist es auch egal. Jetzt habe ich ja die Gedankenbirne sowieso verloren. Ja, ich kann es nochmal versuchen, aber ich weiß nicht, ob es besser wird. Die Gewitterwolken in einem Strahl. Ich habe das gesehen. Alter. Bin ich sicher nicht mehr so wütend, wenn einer von Rileys Socken fehlt. Alter, really? Habe ich alle gekriegt jetzt noch? Ich weiß es nicht. Und wenigstens habe ich da den Checkpoint erreicht. Das war klar, das war klar. Das war irgendwie wie abstraktes Denken. Nee, warte mal, ich behalte die jetzt mal. So unheimlich. So, genau. Ich komm. Da, jetzt habe ich es geschafft. Das hier ist also eine zweite Chance. Schön. Guck mal da. Ah gut, da oben komme ich bestimmt anders hin. Da muss ich gleich entlang. Da brauche ich wieder so einen Arbeiter. Ich mach das, ja genau, ich mach das jetzt einfach mal von hier oben. Hallo du. So, wo ist wohl der kleine Arbeiter? Wo hat der sich wohl versteckt? Da ist er doch. Ah.
Ich bin immer noch hier? Okay. Ach, ich krieg dich wieder in Ordnung. Ist ein Kinderspiel. Noch mehr Sumpfmonster? Ihr braucht echt ein neues Hobby. Wo bin ich denn jetzt? So, hier ist der Arbeiter, den brauche ich. Wie komme ich darüber? Kommt noch eine Wolke? Natürlich nicht. So, wie komme ich da jetzt rüber? Vielleicht so? Ja, nein. Aber der kommt da nicht mal runter, ne? Wo ist er? Da ist er. Oh, das gibt's doch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur noch nicht was. Ob ich schneller rennen kann mit der Angst, wenn ich den auf dem Gepäck habe? Nee. Ob das so richtig war, das mag ich noch zu bezweifeln. Es hat aber geklappt, Ende. Alles andere ist mir in dem Moment so von egal jetzt gerade. Wenigstens, es hat geklappt. Hallo du. Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe. Bin ich sicher nicht mehr so wütend, wenn einer von Rileys Socken fehlt. Hallo. So, da fehlen mir direkt 5 Ballons. So ein Mist aber auch schon wieder, ne? Okay, da komme ich gar nicht runter, so ein Mist aber auch. Ich habe aber alle Dingens gefunden, alle Notizen, das war wichtig. Ja, die Gedankenbiene ist uns ja da kaputt gegangen oder weggegangen. Ja, das Problem ist, das wäre auch im späteren Verlauf noch so passiert, deswegen. So, Freunde, das war Kopf in den Wolken, Phase 2. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und in dem Sinne, haut rein. Vielen Dank und...